So. Ein Tuch habe ich auch nicht mehr. Oh nein, nein, oh, mach doch nicht so einen Scheiß. Sushi. Oh, Fische kannst du auch roh essen. Ja. Bringt halt nur weniger. Zum Glück haben die ja keine Krankheiten eingebaut, soweit ich weiß. Ja, soweit ich weiß, haben sie das nicht. Hallo? Oh, ein Eingeborener! Nee. Mark. Ich baue schon mal einen Molly. Ja. So, ich mach mal lieber hier Fall die Fackel, wenn du ein Tuch hast. Achso, ja, dann machen wir Fackeln. Ja, doch, Stöcke, ein paar habe ich ja noch. Ich werde mich jetzt zu euch ins Lager begeben und dann werde ich mich erstmal ausloggen. Dann brauchst du. Achso, jetzt habe ich, oh, jetzt hab ich eine normale Fackel gebaut. Naja, ja. Aber ich hab noch Tücher, ich habe noch Tücher. Wo ist er denn? Da, da. Noch einer irgendwo? Oder war nur die? Wir könnten hier vielleicht noch, warte mal. Okay, wenn da das Lagerfeuer ist, ja, weiß ich nicht. Machen wir trotzdem hier, daneben, oder? Ja, weil das dauernd ausgeht, machen wir daneben. Ey, ich kann daneben gar nichts setzen. So? Hier so? Oder da, genau, ja. Er hat einen Virginia Badeanzug angezogen. Sie hat immer einen gehabt. Denk mal, ist nicht komplett dumm. Oh, aber gerade war er so blau. Er hat gerade so blau geleuchtet. Sie hat einen blauen Badeanzug an, ja. Kannst du ja auch eine Lederrüstung craften, wenn du willst, aber. Morsel hat bestimmt eine Mod, dass sie immer nackt ist. Oh. Ja. Hat sie auch vor anderen Dingen drei oder was? Ja. Drei Nasen. Oh, sie hat mir was gebracht. Oh. Oh, Aloe Vera hat es mir gebracht. Danke, bitte. Ich glaube, ihr seid verheiratet jetzt. Ich auch. Ich auch? Ja, ich glaub's auch. Ah, herrlich. So, ich speichere mal und dann werde ich mich. Wir könnten generell hier mal speichern und einmal pennen, oder nicht? Ja, gut, pennen würde ich noch mitmachen und dann würde ich nochmal speichern. Dann würde ich mich verabschieden. Mhm. So, jetzt kommt hier alles los. So, einmal schlafen tun. Ja, wer fehlt noch? Jawohl. Danke. So, nochmal speichern. Läuft. Ja, haben wir schon Besuch draußen? Sieht ruhig aus. Alles klar, ich bin weg. Alles klar. Ja, bis denn. Okay, ciao. Oh, Ruhe in Frieden. Virginia ist auch ein bisschen dumm, ne? Die sitzt hier vor unserer Palisade. Nicht auf unserer Seite, sondern außen. Sie hat doch nicht gelernt, Türen zu öffnen. Ach ja, seine Tür. Wollen wir sie mal reinlassen? Ach Quatsch. Hallo Tante. So, ich gucke jetzt mal da oben nach Stöckern, aber ich glaube, da ist nichts, ne? Sieht mich, die Ballerina rückwärts. Rennt auf die Spitzenstöcker zu. Balanciert auf den Spitzenstöckern. Adinchen. Ey, ich hab's echt erwischt. Das gibt's doch nicht. So. Was so ein bisschen Ausdauer ausmacht, ne? Ja, das ist schon verrückt teilweise. So, Virginia ist jetzt
Hat sich gerade den Einlass mit ein paar Beeren erkauft. Aber auch so eine Schleimerin. Geht die Tür zu. Ah, da. Okay. Guti. Jetzt hockt sie in der Kälte. Im Badeanzug. Mädchen, geh rein ans Feuer. Ja. Okay, der gibt Stöcker, das ist gut zu wissen. Wo ist eigentlich unser herausgeforderter Freund? Der wer? Kelvin. Ach so. Der ist im Lagerfeuer abgesagt, der soll Pause machen. Ach so. Er kriegt sonst aber gleich wieder Burnout. So, ja, so, ich habe noch Sterne hier. Decker, ich brauch's. Decker. Ist der dünn genug? Glaub nicht. Das sind alles richtige Bäume hier. Wo sind die Stöcker? Ich baue ja nur ein bisschen schief, aber es ist ja kein Problem, denke ich mal. Ach Quatsch. Nicht, dass irgendwer ankommt und sagt, das muss symmetrisch sein. Symmetrisch. Habt ihr euch mitbekommen, dass es so ein Multiplayer-Mod für Skyrim gibt? Aber schon länger, ne? Ja. Nur jetzt ist es wohl stabil und man kann damit mehr Spaß haben als 2 Minuten. Wow. Aber Mitte des Jahres soll er auch bereits Starfield rauskommen. Unseren geilen Weltraumersatz, da geht er schon. Wie kann man das spielen? Das war, glaube ich, Singleplayer. Für Stöcker ist die Gegend ja nicht so toll, ne? Nö. Schick Kelvin los. Der hat mehr Zeit als wir. Ist auch wieder warm. Wo ist der? Hat jetzt genug Pause gemacht. Ist sogar hier. Also die gefällten Bäume fliegen ja schon über Palisade. Die Klippe runtergesprungen oder was? Irgendwann kommt sein Tag. Ach, der versteckt sich ja hinterm Haus. Haha, so nicht, Kollege. Der kommt weg. Respawnen eigentlich die Kisten mit dem Zeug? Nein, ne? Nach dem Laden erst. Oh. Ah. Aber das wäre ja Fummeln. Ja,
brauchst du denn hier für ein Gebilde? Auffangzaun. Auffangzaun. Damit es ja keine wertvollen Holzressourcen entgehen. Hast du hier halbe genommen oder was? Da, so. Die Ecke brauchst du nicht mehr. Einmal so und dann passt das. Wir brauchen jetzt auch so viel Holz, wir haben aber fast alles gebaut, oder? Wir sind nur ein Turm nur auf der anderen Seite, aber das wäre ein bisschen viel, glaube ich. Ja. Immer wenn ich nichts mit mir anzufangen weiß, holze ich einfach ein paar Bäume um. Wie im wahren Leben halt. Ich höre mein Holz. Best Friends Forever, Hardy, GDL, wir sind unzertrennlich. Alter Schwede, nicht schlecht. Unverständlich, warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares Holz sein will. Also langsam verblüffst du mich wirklich. Phänomenales Gedächtnis. Also Nahrung war hier in Forest noch nie irgendwie das Problem, ne? Nee, nicht so wirklich. Kelvin ist hier im Haus, läuft erstmal die ganze Zeit gegen die Wand. Oder ein Ding. Oder er Stöcker holen soll. Ja, er ist hier im Haus und es hat sich ja festgepackt. Oh, Dödel. Ein Kaninchen. Kaninchen? Oh, unterm Haus. Durchgelaufen. Wir haben einen Keller. Das cheatet. Ah, so. Warum kann ich keinen Fisch aufnehmen? Hast wahrscheinlich schon drei im Inventar. Ach so. Wie geht denn das? Ich hole mal Kelvin hier wieder raus, ja? Folge mir. Schade, dass man ihn nicht zu anderen Gruppenmitgliedern schicken kann. So, Ormelfried, du kommst jetzt mal raus. Mal so eine Frage, wie lange habt ihr vor zu machen? Ich habe kein Ziel gesetzt. Wie wenn du? Keiner mehr Bock hat, dann höre ich auf. Ich würde auf jeden Fall gern vorher nochmal, bevor wir aufhören, irgendwo mal noch rumrennen. Ja, würde ich auch gerne. Können wir machen. Gerne. Ja, generell, ich meine, Verteidigung steht. Naja, Hälfte. Was fehlt denn da noch Schönes? Ja, genau, auf der anderen Seite, ne? Ja, genau. Da bin also ich mal, was ist denn mit, ich gucke die ganze Zeit, was da so beuert. Was ist das? Keine Schokolade im Mund. Kelvin läuft hier die ganze Zeit nur dumm gegen die Wand rum. Ja, sag ich doch. Ich hab bereits gesagt, soll mir folgen, macht aber nicht. Ja, du bist zu früh raus, glaube ich. Dann, nimm du ihn mal in der Hand. Ja, in die Hand. Ja, ich versuch's. Ich glaube, der kommt mit der Tür nicht klar im Haus. Das geht mir aber auch oft zu. Okay. Was steht da in der Ecke? Das ist schon ein bisschen dumm, Junge. Ach, guck mal, stopp, komm her hier. Komm her, Boy. Der macht irgendwie gar nicht mehr, was man ihm sagt. Oh. Richtiges Arschloch. Na echt, ey.
Der hat immer mal gar nichts beigebracht. Jetzt läuft er da hinten gegen die Ecke. Wir müssen eigentlich noch bei den Palisaden alle Baumstümpfe entfernen, weil wenn die Dinger nachwachsen, es gibt, glaube ich, auch hier Mutanten, Kannibalen, Eingeborene, die Bäume hochklettern. Ja. Hier gibt es. Oh shit. Ausloggen. Okay, wir kommen raus jetzt hier. Komm. Du musst uns doch gleich begleiten. Ja. Können wir mal herausfinden, ob wir Calvin eine Waffe geben können, wenn wir irgendwo Materialien für einen Speer finden oder sowas. Ich glaube, Calvin nicht. Nee. Nur Virginia? Virginia kannst du nur Schusswaffen geben. Hm. Also ausgerechnet der ehemalige Marine, kann keine Waffen benutzen. Yep. Er will doch eh nicht raffen, von wo die Gegner kommen. Und dass er nicht hört. Ja, es macht zwar... Ob er richtig sehen kann, bin mir jetzt auch nicht so. Ja, der war schon vor dem Unfall so, der Calvin. Er war die 5%. Richtig. Unser Andi. Aus Sektion 5 kommt er. Oh, noch was. Also, Calvin kommt ja irgendwie nicht mehr raus. Vielleicht gibt es irgendwie so einen Zurücksitz-Sheet, aber ich kenne ihn nicht. So einen Konsolenbefehl meine ich. Ja, keine Ahnung. Kann man später mal alles nachgucken. Ich dachte, ich hätte noch ein paar Bäume gefällt. Wenn du da irgendwo festhängt, nicht mehr rauskommt, besser als wenn er verschwunden ist. Ja, stimmt. Und da ist er wenigstens in Sicherheit, das stimmt schon. So. Der sah ja schon mal ganz okay aus. Dummes Gefühl, wieder alles selber machen zu müssen, jetzt wo Calvin festgebackt ist. So. Baumstümpfe sind auch weg. Ich glaube, der ist nicht gefährlich hier, oder? Ah, ich mach den auch weg. Klingt ein bisschen martial bei dir. So. Also ich wäre bereit. Ja, warte mal, ich muss mal hier gucken. Okay, warte, ich habe mich noch gar nicht ready gemacht hier. Trinken wir mal was? Ich mache auch noch mal ein Fleisch hier. Brauchst du ja mit. Muss ja nicht. Ich.
Oh. Hab ich noch was dabei lassen? Noch früh ist ja erst kurz nach 12. Das wäre später. Ja, also. Wir haben schon halt eine Menge erlebt und so. Ich schmeiße hier noch mal ein paar Hölzer rein. Wenn einer Bock hat, kann er die da vorne mal in den Boden stampfen. Können wir die in den Boden gestampften Hölzer eigentlich wieder rausholen und wiederverwenden? Yep. Gut. Kevin schlägt zu dem eine Feuergrinsby an. Wolle Rose kaufen. Das Gute ist, wenn du die Hölzer wegnimmst, sind die auch nicht mehr angespitzt. Da hast du wieder normale. Okay. Das ist alles normal. Macht euch keine Gedanken. Wo hast du denn die Hölzer? Achso, die Stämme wollt ihr im Boden machen. Vor die hier draußen rumfliegen. Hast du nicht gesagt Stöcker? Ja, Hölzer habe ich gesagt, ja. Aha. Hab ich falsch verstanden. Ja, es ist die Wahrheit liegt in der Mitte. Na, hier passt keiner mehr hin, war doch, oder? Doch, doch. Ich habe schon sehr früh registriert, dass wir hier eigentlich gar nicht mehr die Hölzer brauchen, bloß ich war dabei. Dann habe ich auch den Zaun zu Ende gebaut, obwohl da gar keine Bäume mehr sind. Hm? Aber egal. Wenn sie nachwachsen, haben wir da so einen Auffangzaun. Ja. Außerdem sieht auch so aus wie so eine Absperrung hier. So. Ja, man könnte auch denken, dass es so ein Treppengeländer, das da unten geht. Boah, ne? Alter. So, ich bin vor 30 Sekunden abwesend, ja? Jo. Hat die mich gerade voll angelaufen, ey. Voll erschrocken. Wir können auch generell hier einfach mal ein paar im Boden stampfen. Falls doch mal jemand ins Lager kommt, hast du mal was zum Rumlaufen und Ausweichen. Nimmt dir hier meinen Baum schon weg. Das ist Deko oder hast du damit was vor? Habe ich einfach nur so, weil ein paar kleine Baumstämme da waren und sowas. Einfach nur Deko. Kann man wieder abreißen. Gut, gut. Nee, kann ja sein, dass du irgendwas weiterbauen willst oder so. Könnte man ja schon fast eine Plattform draus machen. Wieder da. WB. Come back, Commander. Gut, hier. Das ist ein halber. Warum liegt denn hier ein halber rum? Kann ich dir so nicht beantworten. Habe ich mir schon Platz wieder. So, was tut ihr tun? Achso, Baumstämme platzieren hier. Als Mahnmal. Für. Gut, dann mache ich hier aus dem nochmal ein bisschen Brennholz. Wahrscheinlich die spawnen die Bretter oder die Baumstämme erst gar nicht, aber sicher, sicher. Ja. Ja. Ich meine, was ich hier gemacht habe, ist sowieso sinnfrei, ne? Aber dann wäre es komplett sinnfrei. Auf jeden Fall sieht es gut aus. Oh nein, warum sind die Stöcke da oben nicht angespitzt? Wir werden sie auch eindringen. Das sieht doch gut aus. Joa. Hat was.
Ich hoffe, wir finden noch mal ein bisschen Klebeband. Kann ich mir ehrlich wieder einen neuen Speer machen. Das werden wir gleich herausfinden, schätze ich mal. Wie lange pennt man denn? Hat auch keiner drauf geachtet, ne? Nein. Nee. Also sonst würde ich fast sagen, dass wir den Tag genau irgendwie rumkriegen, pennen und dann früh in den Morgenstund. Ich glaube, die Sonne geht eh schon wieder oder leicht unter, ne? Es ist, was war's? 14 Uhr. Oh, dann wohl nicht. Aber so eine richtige Map hat man nicht, ne? Man hat nur sein GPS-Ding, oder? Ja, das ist die Map. Okay. Da hat man natürlich nicht so den Überblick, ne? Wo man am besten hinrennt. Das ist richtig. Man muss es Survival halt. Wenn du ganz rein, also ganz rauszoomst, kannst du ein bisschen gucken. Ja, ich spiele mit Controller, ich kann nicht zoomen. Und ich habe mit der Maus probiert, die mittlere Taste habe ich mit irgendwas belegt. Die mittlere Maustaste ist nachladen. Keine Ahnung. Ja, das könnte sogar wirklich sein. Oh. Soll ich das natürlich anders belegen? Ach, scheiß drauf, das ist nicht so wichtig. Was ist eigentlich mit meinen Fatten? Immer wenn ich springe, bläht sich mein Kopf auf wie so ein Ballon. Also, so wirkt es bei mir. Oh, jetzt habe ich glaube ich Scheiße gebaut. Oh nein. Nee, ich glaube alles gut. Nee. Bye-bye. Auch noch weiter bauen. Ja, wir haben es ja. Wohl noch nichts. Die Kette. Ich schmeiße so hoch und du nimmst so von da und schmeißt sie weiter. Die werden aus der Luft gefangen. Und ich schmeiße hier hin. Und du bist am Einpflanzen. Ich hoffe, sie werden anwachsen. Da kann ich sogar Wolke auch noch fangen. So, auf Wolle gefangen, ey. Kein Problem. Das ist ein Team hier. Hast du das gesehen, Alter, ey? Ja, voll ins Gesicht. Immerhin ist die Blut verschmiert. Es ist Rassismus, das weißt du, ne? Aber weil du kannst so gut mit dem Gesicht fangen. Das muss man auch ausnutzen. Facetanken halt. Oh. Ja, danke schön. Aber ich dachte, du fängst die. Ja, mit dem Gesicht, habe ich doch gesagt. Das war, glaube ich, der Deal oder so. Hast du dolle Schaden gekriegt? Ach, minimalst. Ich finde das jetzt ein bisschen seltsam, ne? Ich habe dich getroffen und ich habe blutige Hände. Damals, das haben wir mal gespritzt. Oh, ich hab extra auf den Boden geguckt. Ja, ich gesehen, wie du wegguckst und du schmeißt. Arbeitssicherheit und so, ne? Ich wollte mir, glaube ich, selber. Da läufst du ja auch ohne Sicherheitsschuhe rum. So. Ich werf sie jetzt einen hin. Machen wir das so. Und erst fangen, wenn sie auf den Boden aufgekommen sind. Ich trau mich schon gar nicht mehr, ey. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ah. So, da ist er ja. Nein! Oh, ich dachte, ich treffe dich wieder.
Ich habe hier noch ein paar Balken, keine Sorge. Ich krieg's nicht geschissen.